Einen wunderschönen guten Tag da draußen, alle begeisterte Formel 1-Fans, und willkommen hier zum fünften Lauf unserer kleinen Klassik-Saison. Die Hälfte ist bald rum, aber das absolute Highlight, das kommt nämlich heute, und zwar der große Preis von Monaco. Wieder mal einen wunderschönen Ferrari aus dem Jahre 2004. Und dieses Biest müssen wir hier bändigen, und ich sage euch, das wird gar nicht so einfach werden. Denn die Red Bulls sind hier eine ganz klare Konkurrenz. Aber auch natürlich die Strecke. Kurve 1, zweiter Gang. Und dann hier aufpassen natürlich mit der Hinterachse hoch zum Casino. Die Stelle Linkskurve, schnelles Runterschalten. Fünfter, vierter, dritter Gang. Achtung, das Auto neigt hier mehr zum Untersteuern als zum Übersteuern. Das war dann Sektor 1. Kommen wir nun zum zweiten Sektor. Viele erste Gangkurven hier. Rechtskurve, erster Gang. Die Löwsahner natürlich auch im ersten Gang. Die nachfolgenden Rechtskurven ebenfalls im ersten Gang. Also man fährt hier nicht wirklich in einem anderen Gang am Anfang durch. Dann durch den geilen Tunnel. Hört euch mal diesen Sound an. Dann sind wir hier bei der Hafenschikane. 100 Meter. Zweiter Gang, kurz runter in den ersten und dann Vollgas raus beschleunigen. So viel Grip hat der Wagen hier. Tabak, vierter Gang, Vorsicht beim Ausgang. Gleich die Wand durch den Schwimmbad. Schikane, da ist das Auto sehr unruhig auf der Hinterachse. Dritter, vierter Gang und dann hier Raskas, erster Gang, Schlusskurve auch im ersten Gang. Und dann reicht diese Zeit für Position 4 hinter 3 Red Bulls aus dem Jahre 2010. Und damit sind wir vom nachkommentierten Qualifying jetzt wieder zum live kommentierten Rennen. Der Klassiker in Monaco steht an und ihr seht richtig, ich habe hier eigentlich nichts eingestellt. Es ist hier Nacht. Wir fahren hier nachts mit dem geilsten Auto in der Geschichte der Formel 1. Fragezeichen oder die Antwort im wunderschönen Ferrari 2004. Oh, das wird ein richtig geiles Rennen. Vor uns gehen drei Red Bulls. Das ist interessant. Der Red Bull ist ja klar das stärkere Auto hier in Monaco. Wir sollen durchfahren. Okay. Wir sollen durchfahren. Ich nehme erstmal deutlich weniger Benzin mit. Was geht denn hier ab? Ich soll Durchfahrt. Eine geplante Null-Stop-Strategie in einem Klassikrennen. Ist das nicht geil? Das bedeutet, wir dürfen die alle vor uns auf der Rennstrecke überholen. Ja, das wird, glaube ich, ein Fest. Ich hoffe, ihr feiert das genauso wie ich. Das wird, Alter, das wird das härteste Rennen, glaube ich, auf diesem Kanal. Aber ich glaube, für euch gleichzeitig das schönste und geilste. Und da, Alter, das ist traumhaft, ey. Das könnte ich mir vorstellen, das doch mal zu bringen. Alter, das ist geil! Alter. Boah, das ist gerade ja Nostalgie pur bei mir. Ich weiß nicht, warum dieser Ferrari und dann diese alte Traditionsstrecke Monaco und dann noch weiter bei Nacht. Traum, einfach, das ist ein Traum gerade. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also das, ganz ehrlich, das würde ich genießen. Das würde ich sehr genießen und echt fast unkommentiert lassen. Weil zum einen, ich muss mich hier komplett konzentrieren. Das hat man auch im Qualifying gesehen. Und ich möchte es, ich hoffe, das kann man, oder ihr könnt das auch so ein bisschen, ja, einsaugen, was ich so ein bisschen meine. Weil das ist gerade geil. Das ist geil. Ich weiß, ich wiederhole mich, das ist geil. Und der Sound, die Kulisse, das Auto, es passt alles zusammen. Es passt alles zusammen. Alter, das ist so geil. Oh, das wird ein geiles Rennen. Und nur 39 Runden. Nur 39 Runden. Die Musik erstmal überstehen. Aber 39 Runden am absoluten Limit. Wenn wir die Red Bulls hier bekommen wollen, den Motor dafür haben wir. Die Pace vom Red Bull ist ja aber deutlich stärker. Und da bin ich einfach mal gespannt. Ich wünsche euch ein richtig geiles Rennen. Alter, das könnt ihr gerne kommentieren, wie ihr das Ganze gerade hier findet. Ich finde das, ich kann es gar nicht in Worten beschreiben. So geil ist das gerade. Es hat einfach was. Es hat irgendwie was. Es hat auf jeden Fall was. So, wir stehen gleich in unserer Startbox. Moreno Rot. Das werden die Kandidaten hier für den Rennsieg sein.
Ich glaube nicht, dass wir um den Rennsieg fahren können. Podium wäre schon top. Kuppeln, Slausen, Levers für alle hinter uns. Wir haben noch einen Red Bull dazwischen und das könnte die Trumpfkarte sein. Aber 39 Runden, das Ding erstmal nach Hause fahren. Ich wünsche euch viel Spaß und ich wünsche mir selber viel Glück. Das macht Fun und zwar jetzt schon. P4 behalten. Was mich jetzt ehrlich gesagt nicht so ein bisschen wundert. Alter, ja, man kommt sehr schlecht mit dem Wagen rum. Boah, die Red Bulls sind hier eine Macht. Also klar kann ich mitgehen fürs Erste. Ich kann der Bremse momentan ein bisschen zu spät. In der Clark fällt mir weg. 1,14,6. 15,8. Fahrer vor mir. Noch viel Rennaction bekommt ihr leider nicht geboten. Aber es ist einfach nur Nostalgie, ist das. Die spannende Frage ist, schaffe ich das hier durchzufahren? Schade, dass wir hier kein Podium dadurch einfahren können. Fahrer vor mir. Aber Runden könnten ein Thema werden.
Also die Zeit von ganz vorne fahre ich nicht. Aber eine 14.7 kriege ich hin. Alter, ich soll durchfahren mit den Reifen. Fahrer vor mir. Wir fahren auch nicht mehr rein. Wir fahren alle durch. Es wird ein komplettes Null-Stop-Rennen. Wir haben Geld im zweiten Sektor, im Tunnel. Oh, das war knapp. Das Überschön ist nach wie vor da. Du müsstest deutlich näher in den Kurven dran sein. Das Auto verzeiht keine Fehler. Rot wird 1.14.4. 14.5.
Hier bin ich immer zu weit weg. Und da schwer den nur zu folgen, da denke ich noch gar nicht ans Angreifen. Oh, müssen sehr spät gebremst. Teilweise bremse ich auch einen Tick zu spät. Ein bisschen nach hinten verstellen. Das Auto ist schon hinten schon sehr unruhig. Auch beim Anbremsen. Der komplette Rhythmus fehlt. Hinter der andere Red Bull hinter uns, der kann uns nicht folgen. Allein die zwei kommen, dann macht der Red Bull so viel gut. So, da habe ich abgekürzt. Katz und Maus, 13,7 fährt er da vorne schon. Boah. Das war ich aktuell nicht. Wir haben noch über 20 und da kann doch alles passieren. Ja, jetzt sieht er mir auch brutal gut weg. Also voll Hafenschicker zieht er mir brutal weg und hier auch. Das ist so das Problem. Das war so knapp.
16% nach 13%, das fahren wir auf jeden Fall durch. Aber da werden wir keinen Stop einlegen. Er tut sich deutlich leichter als ich. Deutlich. Das interessiert mich mal gar nicht. Man merkt auch, die anderen Ferraris sind gar nicht um uns herum. Man merkt klar eine Red Bull-Strecke. Allein die Hafenanlage, das sieht so nice aus. Also gefühlt dreht er jetzt vor mir auch auf. Oh, blaue Flaggen. Sind wir schon so weit? Wir haben nicht mal Halbzeit des Rennens. Vierzehn drei. Oh, die werden sich, glaube ich, nicht so ganz einig. Na doch, am Ende schon. Oh, dann fahre ich halt den längeren Weg. Habe ich aber Zeit gekostet. Ja, deutlich, der hat jetzt deutlich was gewonnen. Oh, da war zum ersten Mal die Wand berührt. Wie schon im Qualifying. Tabak. Das ist einfach die schwierigste Kurve hier. Oh, schade, dass wir eigentlich hier keine wirkliche Rennaction sehen. Das ist halt echt extrem schade. Gut, Monaco, wo will man überholen? Ja. Zwei Komma zwei, ja. Hat der Vorsprung.
Vor mir, die sind zu schnell und die hinter mir sind zu langsam. Eigentlich genau das, was man nicht gebrauchen kann. Aber dann hilft selbst ein vierter Platz so viel. Ja, 2-3, der vergrößert das sogar. 21%. Es gibt sich fast echt gar nichts. Ja, der überholt schon den nächsten. Ja, wenn ich mir an den hier die Zähne ausbeiß, in der Hafenschikane. Ja, also bei den Überholungen verliere ich mehr Zeit. Ja, sogar zwei Autos schon dazwischen. Wow, jetzt hältst du mich aber auf. Ja, so kann man auch überholen in Monaco. Ja, jetzt ist er richtig weg. Ja, da vorne ist er gerade. Schade. Was mich wundert, ist, das Auto überschreitet jetzt hier in Monaco nicht so extrem wie in Spanien. Also es hält sich extrem gut hier. Erste Gang ist sehr lange übersetzt. Der siebte ist extrem kurz übersetzt. Und so, dass ich gerade in den Drehzahlbegrenzer komme. Fahrer hinter mir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 2,8 Sekunden. Letzte Rundenzeit lag bei 14,7. Okay, Fahrer vor mir. Clark vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 4,7 Sekunden. Wir fallen zum Rundum etwa 4 Zehntel zurück. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 14,1. Er fällt 14,1. Hat er keine Chance. Nee.
Also die drei Red Bulls da vorne, keine Schnitte. Absolut nicht. Also der Red Bull ist hier mal knapp, ja, 7/10 schneller. Komm mal, 13. Ja, der ist deutlich schneller als ich. Ja gut, wenn ich dann noch so langsam Renault jetzt vor mir habe, dann noch mal mehr. Oh, da wollte ich kompromisslos sein. Kein Überholmanöver. Aber ein Wandknutscher immerhin. Also wer F1 2017 hat, das fahrt mal, ja. Es ist zwar ein extrem langweiliges Rennen, aber es hat einfach was. Also für mich hat dieses Rennen einfach was. Der Sound, also das ist eine komplette Atmosphäre. Der Sound, das Auto, die Rennstrecke, die Nacht hier. Das ist einfach, das sieht so geil aus. Gerade wenn wir gleich bei Hafen sind, dann macht das richtig Bock. Also Hafen ist am... Jetzt ab hier. Hier ist es geil. Man fährt hier durch den Tunnel, der Sound. Du hast richtig diesen schönen Tunneleffekt. Man fährt hier an die Yachten vorbei mit dem wunderschönen Licht links. Jetzt hier. Traum. Ein absoluter Traum. Dann hier durch das Schwimmbad. Und dann zurück zur Schkazil. Wo du dann da oben die Burg siehst. Oh, das ist oh, traumhaft. Komm, dann fährst du quasi durch die Altstadt. So könnte man es sagen. Fährst du quasi wieder hoch, die Altstadt hoch zum Casino, sagt man ja immer. Monaco-Nachtrennen, das wäre nice. Kommen die nächsten zwei Ferraris. So, hier durch Tabak, wo dann saumäßig gern das Heck einem entgegenkommt. 13,4, willst du mich verarschen? 13,4. Und wir haben immer noch einige Runden auf dem Buckel. 15 Stück. Boah. Ja, schön hat er mich nicht vorbeigelassen. So, Schiffer wäre der nächste. Jetzt am besten so wie früher keine blauen Flaggen.
Das war so klar. Weswegen ich hier einfach abkürze. Weil das kapiert die KI nicht, dann nicht zu weit innen zu fahren. Also diese Schikane hier beim Schwimmbad, die ist brutal. Also wenn du da zu schnell bist, dann bist du auch ganz schnell mal weg. Und der scout sich da jetzt sogar. Okay. Der scout sich bei Hafen. Okay, der Schau hat sich schon wieder aufgelöst. Oh, hier liegen aber Frontflügelteile. Aber nicht von dem Red Bull. Der ist jetzt schon über Schkats Ziel. Oh, der hat einen ganzen Sektorvorsprung, ey. Und hier bringt einem die Power gar nichts hinten. Gut, ich nehme aber 3 Punkte mit. So muss man das sehen. Das sind so 3 wichtige Punkte. Schadensbegrenzung, sagt man immer so schön. Schadens Teamkollege. Dass es das nicht gibt. Oh ja. Na gut, abbiegen tut hier keiner. Außer halt ein Frontflügelschaden. 13,3 ist meine Sekunde schneller als ich. Fahrer hinter mir. Der ist dran. Okay, er ordnet sich hinter mir ein, das ist nice. Ach, der Waldmüller. Forest 10, der McLaren scheint ja auch ein bisschen besser zu laufen. Das ist der Ferrari von 2002. Oh, der hat schön vorbeigelassen. Distanz 25,5 Sekunden. 25. Wow! Der hat die Wand da geknutscht. Das sind Überholmanöver hier. Fahrer vor mir. Ja, jetzt ist vorbei. 10 Sekunden. Sekunden. 13,8. Naja, je länger das Rennen geht, umso, ja. Ich merke halt einfach keinen Leistungsunterschied.
keine Leistungssteigerung mehr vom Auto. Weil ich die Kurven eigentlich nicht wirklich schneller fahren kann. Zumindest gefühlt nicht schneller fahren kann. Gut, da brauche ich den Vorsprung wieder aus. Noch 10 Runden, das sind lange 10 Runden. Wahrscheinlich hat die Hälfte eh schon abgeschaltet, weil es weil absolut nichts passiert für Monaco. Was ich auch nicht übel nehmen kann. Also Habenschikane habe ich auch meine Probleme, da verbremse ich mich auch sehr gerne. Sehr schwer anzubremsen. Oh, spannend habe ich gelernt mit dem Benzin. Gelb! Aber keiner ausgeschieden. Schade, das hätte auch vielleicht noch Clark sein können. Das hätte Clark sein können. Mit dem Problem. Jetzt geht es wieder weiter. Die Rennaction, obwohl er noch gelb ist. Es wird zumindest gelb geschwenkt. Der Schiffer ist aus dem Rennen. Der erste Ausfall hier. Das hat meinen direkten Konkurrenten ein bisschen näher gebracht. Gelb, ja, das geht der Schiffer. Das ist nur Schiffer. Nein, der Top 3 wäre schon geil, aber nein, dafür waren die Red Bulls, oder sind die Red Bulls hier zu stark. Mein Teamkollege in der Box. War wahrscheinlich mit Frontflügelschaden.
Alles andere macht eigentlich keinen Sinn. Gut mit der schnellsten Rennrunde. 13-2. Also es ist diese Sekunde. Ich merke auch meine Hinterreifen. Ich merke sie. Und wenn die Red Bulls nicht so spüren wie ich. Deswegen der auch näher kommt. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass ich die Getriebebesetzung hier nicht anpassen kann. Aber eben sieht man wieder sehr schön, in den Kurven kommt der richtig ran. 13-0. Ich weiß nicht, welche Strecke danach kommt. Könnte Österreich sein. Nee, Kanada müsste kommen. Kanada müsste als nächstes kommen. Das ist dann wieder quasi eine Strecke für uns. Wir fahren auch noch 5 Runden. Super! Wow, wow, wow! Alter, mach keinen Scheiß! Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 13,5 Sekunden. Mit den 2017 Autos fährst du die Kurve im dritten Gang. Und mit den alten Kamellen im ersten. 12,8. Leck mich am Arsch. Noch 4 Runden, dann haben wir es geschafft. Schade eigentlich. Von der Atmosphäre könnte ich noch weiterfahren. So, wo runden wir die schon zum zweiten Mal? Also der Renault ist echt kein schnelles Fahrzeug. Und der von Kimi wohl auch nicht. Und der McLaren eigentlich auch nicht. Muss ich nichts zu sagen. Wow, das war knapp. Oh, ja, fast das Auto zerlegt. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin auf.
12-8. Komm, ich will auch eine 13-9. Immerhin das will ich fahren. 14-1. Noch zwei Runden. Ist das vom Reglement her erlaubt, eine Nullstop zu fahren? Das ist sehr gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen. Das ist auch Konzentration pur, ey. Boah. Ja, circa eine Stunde fährt man. Beziehungsweise fährt man immer. Ja, da haben wir die 13-7, ja, immerhin. Immerhin der 13er Zeit. Letzte Runde. Das letzte Mal voll in vollen Zügen genießen. Wie gesagt, sorry für keine Rennaction. Es war echt nichts drin. Ja, leider. Aber die Atmosphäre, der Sound, der macht das. Also für mich macht das auf jeden Fall die nicht vorhandene Rennaction hier wett. Alter, selbst das Hotel hier, boah, geil. Den Klack hätte ich irgendwo mal gern angegriffen. Keine Chance. Das ist brutal schwer. Rot gewinnen, wir sind erstmal im Tunnel. Also der Red Bull ist hier eine Macht für sich. Ja, eine komplette Macht. Da ist das Feuerwerk da hinten. Sehr langweiliger Grand Prix. Wow, geile Atmosphäre. Alter, bei der Burg da oben, geil! Alter, ist das geil! Vierter Platz, wichtige Punkte, aber für die WM! Und das zählt! Ja, auf jeden Fall. Vierter Platz, also mehr war nicht drin. Also die drei Red Bulls da vorne, keine Chance. Du kannst ja auch echt nicht mit den Fahrzeugen überholen. Es ging einfach nicht. Es ging nicht. Entweder zu viel Übersteuer, zu viel Heck, zu kurze Getriebeübersetzung. Und der Red Bull, das war hier das OP-Auto. Das war hier klar das OP-Auto. Aber wo wollen sie noch dominieren? Ja, in Ungarn. Ungarn könnte nochmal so ein Knackpunktrennen werden, wo wir dann gegen die Red Bulls fighten müssen. Aber auch mal schön. Deswegen habe ich nicht die Einheitsklasse gewählt. Dass wir nur Ferrari-Gegner haben. Nein, sondern auch Red Bull-Gegner. Und man sieht so ein bisschen auch, warum. Denn hier gewinnen drei Red Bulls den großen Preis von Monaco. Position 6 sind alle überrundet. 13-7. Ich war eine Sekunde schneller als Kupens. Lawson war 3/13 langsamer als ich. Und die Red Bulls fahren hier in der 12er Zeit. Alter Verwalter, das ist krank. Das ist richtig krank. Ruth, Fomarino und Clark wie auf der 4. Belostov auf der 5 und Kupins, der holt mir noch einen Punkt auf der 6. Levasseur und Lawson, die gehen leer aus hier. Die gehen leer aus. Und das ist krass. Wir schauen uns die Rennleitung an. Wir führen immer noch mit 15 Punkten Vorsprung. Rot ist näher angekommen und Kupins hat sogar Platz 3 verloren. Das ist die Fahrer-WM. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, das Rennen hier. Auch wenn, wie gesagt, nichts dabei war, wo ein bisschen Spannung drin war. Ansonsten sage ich, macht's gut, haut da rein und bis zum nächsten Klassikrennen, dann in Kanada. Und ich glaube, da werden wir dann wieder mal dominieren. Also macht's gut, haut da rein und tschüss.